Die Umma kümmert sich um die WM mehr als um andere Themen, oder nicht? Und ist bereit, ihr Geld auszugeben für solche Sachen mehr als für andere Sachen. Und deswegen, solange wir nicht so werden wie die Sahaba, also ich meine nicht vom Iman, von der Stärke, sondern solange wir nicht unsere Lebensweise ändern, sodass, wie bei den Sahaba es der Fall war, die Religion das Wichtigste ist im Leben. Alles andere ist Nummer 2, 3, 4, 5, aber Nummer 1 ist Religion, ist Allah, solange werden wir wie ein Ball rumgeschmissen. Allah wird dir etwas geben, indem er es von anderen wegnimmt und dir gibt. Und in welchem Kontext wurde das erwähnt? Im Kontext der Unterdrückung. Die Kinder Israels, muss man sich mal vorstellen, sie wurden unterdrückt von Pharao, versklavt, gedemütigt. Und in diesem Moment sagt Musa zu Bani Israel, zu den Kindern Israels: Habt keine Angst. Al-Warith, Subhanahu, der Erbe und Vererbende, er wird euch die Macht geben. Und Pharao war tot, ist ertrunken samt seiner Armee. Und er wurde Geschichte. Und Bani Israel, sie haben das überlebt. Das bedeutet, dieser Name Al-Warith gibt dir Vertrauen, Ruhe, Geborgenheit, dass Allah Azzawajal alles lebt. Allah lebt. Allah ist da. Er weiß über alles Bescheid. Denn es gibt viele Muslime, die sind irgendwie so, haben die Hoffnung verloren. Aber die Lage, in der die Muslime jetzt sind, eben diese Situation, dass sie unterdrückt werden, ja, jetzt die Tage, siehst du in den Medien, jeden Tag geht es um Iran. Ja. Natürlich wollen wir nicht, dass Menschen unterdrückt werden. Ja. Aber jetzt die ganze Zeit Iran und Iran und Iran und Iran und Iran. Warum? Weil Frauen ihr Kopftuch ablegen wollen. So, und jetzt werden sie unterdrückt vom Regime und so weiter und so fort. So, wo waren jetzt diese Töne, als zum Beispiel in Syrien alles bombardiert wurde? Oder Ukraine zum Beispiel. Ja, Ukraine, ja. Und wo waren jetzt die Leute, als Syrien zerbombt wurde oder andere Gebiete der Muslime oder in anderen? Gibt es genug Tyrannen, oder nicht? In der islamischen Welt. Und diese Lage der Muslime, dass sie niemanden haben, der sich für sie einsetzt, ist warum? Weil wir uns für uns nicht einsetzen. Wir wollen unsere Religion ja nicht leben. Nur minimal, gerade noch so, 5 Gebete, ja, wenn es hochkommt, okay, es muss ja sein. Aber leben wir denn für Allah subhanahu wa ta'ala? Dreht sich unser Leben um die Religion? Ja, Alhamdulillah bei mir, Allahumma lakal hamd, möge Allah dich festigen, Jazakallahu khairan. Aber wie sieht es denn mit der gesamten Umma aus? Die Umma kümmert sich um die WM mehr als um andere Themen, oder nicht? Und ist bereit, ihr Geld auszugeben für solche Sachen mehr als für andere Sachen. Und deswegen, solange wir nicht so werden wie die Sahaba, also ich meine nicht vom Iman, von der Stärke, sondern solange wir nicht unsere Lebensweise ändern, sodass, wie bei den Sahaba es der Fall war, die Religion das Wichtigste ist im Leben. Alles andere ist Nummer 2, 3, 4, 5, aber Nummer 1 ist Religion, ist Allah, solange werden wir wie ein Ball rumgeschmissen. Und das sagte Allah subhanahu wa ta'ala und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Auf jeden Fall, Allah ist in der Lage, den Unterdrückten beizustehen. Wie Musa sagt, Allah ist der Vererbende. Er wird den Unterdrückten beistehen. Aber vorausgesetzt, was sagt Musa? Sucht Hilfe bei Allah und seid standhaft. Gewiss, die Erde gehört Allah. Das ist Nummer 1. Er gibt sie zum Erbe, wem von seinen Dienern er will. Das ist Nummer 2. Und das gute Ende gehört was? Gehört wen? Den Gottesfürchtigen. Das ist Gottesfurcht. Möge Allah uns Gottesfurcht schenken. Dass wir nicht mehr klauen, nicht mehr stehlen, nicht mehr betrügen, nicht mehr lästern, nicht mehr schlecht gegenüber unseren Eltern sind, nicht mehr die Verwandtschaftsbande trennen und. Die Liste ist lang. Möge Allah uns vergeben.